Hallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Pixelmon. Und letztes Mal haben wir die vierte Generation voll gemacht mit Shaymin, Manaphy und dem guten Darkrai. Und das heißt, wir gehen weiter zu Generation 5. Und bei Generation 5 haben wir bereits die Ritter der Redlichkeit voll. Das heißt, da fehlen noch Kyurem, die Coverlegenden, wie Zekrom, sprich Zekrom und Reshiram, und die Losse, also Voltolos, Demeteros und Boreos. Also nicht die Losse, sondern die Osse. Und dann fehlen noch die Mysteriösen, die da wären. Keldeo haben wir schon, der zählt auch als Mysteriöses. Victini, Meluetta und Genesekt. Und wir fangen an heute mit Zekrom und Reshiram und Kyurem. Dann haben wir nämlich auch gleichzeitig Kyurem White und Kyurem Black. Und damit, ja, mit einer der stärksten Pokémon auch, würde ich mal meinen. Laut den Base-Stats zumindest. Und ich würde sagen, wir beginnen mit dem guten Zekrom. Für Zekrom müssen wir in die Mega Tiger Hills. Ach, für Reshiram auch. Und ja, für Zekrom muss es Nacht sein und für Reshiram Tag. Ja, das ist ja easy. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in den Mega Tiger Hills wieder. So, da wären wir auch schon in den Mega Tiger Hills. Der Befehl dazu für alle, die Biomes Proplenty benutzen, ist BOP TP Biome 33. Ist Mega Tiger Hills. Und ja, wir haben hier direkt einen Masterball. Hä? Sehen wir mal. Ach nee. Ja, da stand doch gerade Master Chest. Da, Master Chest. Und dann führt er einen zum Pokéball? Hä? Das ist ja richtig strange. Was ist das hier überhaupt für ein... Hä? Ist da ein Baum drunter? Sache. Ist hier unten noch einer, oder wie? Ach, lol. Das ist ja crazy. Ist unter dem Pokéball halt noch ein Master Ball gespawnt. Das ist cool. Damit habe ich schon ziemlich viele. Wie viele haben wir denn an der Zahl? 10 mittlerweile schon. Das ist stark. Da kann man einiges abgreifen. Bin ich auch noch nicht durchgegangen. Aber wir sind hier für Zekrom und Reshiram. Dann würde ich mal sagen, warte ich mal ab, bis eins von den beiden spawnt. Gleich. Oh, Leute, there we go. Wir haben das Legendary Zekrom am Start. Und es gibt ein kleines Problem mit den Mega Tiger Hills. Das wurde anscheinend mal wieder geändert und verschärft, denn ihr braucht jetzt die Redwood Tiger Hills M. Und das ist BOP TP Biome 161. Und ja. Schwierig, ich gehe erstmal rein in den Kampf. Nicht, dass das hier irgendwie despawnt, weil es ist nicht, nämlich gerade. Okay, es ist nämlich gerade, wird nämlich gerade Tag. Das ist ganz am Ende gespawnt. Ich stehe jetzt hier auch schon ein paar Nächte und Tage rum, ohne dass irgendwas gespawnt ist. Oh, jetzt denke ich an den Flottball, jetzt habe ich keinen mit, oder was? Egal. Wir gehen auf die Donnerwelle. Ja, ich habe mich zu verschiedenen Arenen und so teleportiert und dann den Befehl eingegeben und es wurde immer nicht gefunden. Dann bin ich ganz oben auf den äußersten linken Punkt teleportiert, den ich hatte. Und bin dann, ja, so gute 1000 Blöcke nach diagonal links oben geflogen. Nach Nordosten. Nordwesten. Und dann nochmal den Befehl eingegeben und dann war ich hier. Ach nein, es ist ja ein Elektro.
Oh, Pokémon, ich kann keine Paralyse. Ah, das ist alles schwierig. Alles schwierig. Ja, dann wird Voltwex auch nicht funktionieren, oder? Ja, doch, das müsste funktionieren. Ja, doch, das funktioniert. Okay. Wir gehen auf das gute Knackrack. Weil das ist Boden. Ich hoffe, es kann keine Drachenattacke. Wird nicht drauf geachtet, was er bis jetzt schon eingesetzt hat. Kampfgebrüll. Okay. Crazy. Aber wir können locker auf die Trugschläge gehen. Und langsam und geschmählich ziehen wir ihn runter. Donnerzahn. Sehr schön. Donnerzahn. Ja, das ist... Dammit, ey. Kann natürlich auf Gengar gehen und ein paar Hypnosen rausfeuern, aber Gengar wird halt nicht lange überleben. Wenn da so ein Donner kommt, das wird schon gut Aua machen, auch wenn wir ein paar Level drüber sind. Aber ist eigentlich die beste Chance. Ja, das sollte man schon nutzen. Kampfgebrüll, sehr schön. Hypnose, let's go. Jawohl, eingeschlafen. Okay. Ich probiere es nochmal mit dem Schwerball. Ich weiß nicht, wie schwer Sekrom ist, aber sieht schon ziemlich schwer aus. Ja! Es ist schwer anscheinend. Wunderbar! Direkt mit dem ersten Ball drinne. Und damit haben wir Sekrom gefangen. Easy. Sehr easy. Nice. Das hat ja viel besser geklappt als gedacht. Ja, aber Redwood Tiger Hills, die kann ich mir mal zeigen. Hier bin ich jetzt. Minus, wo sind wir? 15.000 minus 20.000. Also, das ist halt so weit weg von zu Hause. Also, ich kann hier scrollen. Da ist erst die Linie wieder. Ja. Da bin ich hinteleportiert. Bin nach hier oben geflogen und habe dann den Befehl eingegeben und wir sind jetzt da. Ja, also wirklich selten das Biom. Also das, was im Wiki steht, stimmt nicht. Gut, dann würde ich mal sagen, Daytime. Ich warte mal darauf, dass ein Reshiram spawnt. Bis gleich. Ja, lol, ich habe gerade Flottbälle geholt. Von zu Hause und schon ist Instant 1 gespawnt. Nice. Okay, dann probieren wir es doch mal. Die sehen beide sehr klein aus, ne? Also da ist wieder echt Anlag am Start. So. Reshiram ist Feuerdrache, also da können wir auf jeden Fall die Paralyse einsetzen. Wir gehen rein. Blottball, let's go. Der Blottball einfach funktioniert. Das gibt's ja gar nicht. Was passiert hier? Also, hä? Ja, easy. Reshiram, Sekrom, eingetütet. Dann würde ich sagen, suchen wir uns mal eine Tiger. Und dann nehmen wir uns Qim an. Und damit haben wir dann auch Qim White und Black, weil wir haben schon den Eskai gefunden. Qim ist in den Ice Plains Spikes, sehe ich gerade. Okay. Dann suchen wir das doch mal. Gleich. Oh, Leute. Next Shiny. Gerade teleportiert. Und da haben wir einen Shiny Schwalbini. Nice. So. Okay, jetzt haben wir es. Donnerwelle. Und probieren einfach nochmal einen Flottball. Funktioniert ja wie ein Pokéball.
Wäre eigentlich cool, den im Flottball zu haben, weil das Design eigentlich ganz gut zum Flug-Pokémon auch passt, finde ich. Jawoll, da haben wir das nächste Shiny am Start. Sehr geil. Ja, schöner Zufall. So, aber ich habe jetzt hier... Ach, Hotrod, geh weg. Na ja, Shenlong. Wir haben jetzt hier die, wie heißen sie, Ice Plains Spikes? Ice Plains Spikes, jawohl. Am Start. Also das wurde anscheinend auch geändert, weil QM gab es vorher in jedem, ja, Tiger, einfach was ein bisschen mit Winter und Eis zu tun hat, da ist das gespawnt. Das haben sie anscheinend auch geändert. Und wir haben jetzt hier die Ice Plains Spikes am Start und es spawnt bei... Sonnenuntergang, glaube ich. Ja, bei Sonnenuntergang. Das sollte eigentlich gleich soweit sein, wenn ich mir so die Sonne angucke. Dann hoffe ich mal, dass wir gleich eins am Start haben. Da haben wir das gute Q-Rim gespawnt. Sehr nice. Wo ist es denn? Ach, da. Oh, ist ja aber wieder mega winzig. Oh, da haben wir echt kein Glück. Mit den Größen zumindest. Mit dem Fangen auf jeden Fall, aber mit den Größen nicht. Kann ich irgendwie... Da, können wir die Hitbox triggern. Sehr schön. Das ist echt winzig. Ach Mann, naja. Flottball, let's go. Vielleicht haben wir ja nochmal Glück. Nope. Das ist instant ausgebrochen. Okay. Dann schauen wir mal, wie wir das bekommen. Oh, das, okay, Feuer Odem, das geht noch, aber macht trotzdem schon sehr viel Schaden. Krass. Okay. Voltwechsel will ich nicht riskieren. Obwohl, es wird resistiert, ne? Ah, ich riskiere es trotzdem nicht. Wir gehen auf Knackrack, auch wenn eine Eisattacke natürlich ziemlich aua macht. Oh, Alter, wie viel zieht das denn ab? Das ist auf 70 und es ist nur ein fucking Feuer Odem. Holy shit. Ein Tugschlag zieht fast gar nichts ab. Das ist natürlich echt bitter. Paralysiert, das ist natürlich geil. Das nimmt man mit. Oh, noch ein Tugschlag, perfekt. Und wir haben noch Chabelle, also passt das. Aber er setzt doch Grimasse ein. Sehr schön. Ja, das sieht sehr gut aus. Perfekt. Dann können wir anfangen, die Bälle zu werfen. Vielleicht sollte ich mir mal Schwerbälle mitnehmen. Okay, das ist sehr schlecht. Wir haben auch fast... Wir haben drei Dahan auch im Team, ne? Das ist halt echt dumm. Also mit Sweety in der Megaform zumindest. Aber da Nacht war, konnten wir ja zum Glück heilen. Oh, wo ist denn die Kack-Hackbox schon wieder? Okay, sehr gut. Dann probieren wir nochmal den Flottball. Und das ganze Spielchen geht von vorne los. Okay, diesmal gehen wir auf jeden Fall nicht in die Mega-Entwicklung. Und diesmal probieren wir den Voltwechsel. Das sieht nämlich gar nichts ab. Okay. Erst auf Chabelle. Ne, wir gehen erst auf Knackwack. Analyse nimmt man mit. Volltreffer nimmt man auch mit. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja, geh du mal weiter auf Grimasse. Sehr schön. Ah, der nächste Druckschlag könnte schon passen. Ja, er macht uns fertig. Das ist aber auch echt ein krasses Pokémon, ne? Also das ist... Allein die Normalform ist schon echt heftig. Das haut echt rein. So, Hyperbälle, let's go. Jawoll, let's go. Damit haben wir QM gefangen. Sehr schön, das hat gar nicht so lange gedauert. Also jetzt beim zweiten Versuch zumindest. Sehr, sehr geil. Damit ab nach Hause ohne Pause.
Home, ich bin gespannt. Und was mir auch gerade eingefallen ist, weil ich gerade Pokémon nebenbei wieder weiterspiele, also privat. Wir können uns Abras oder Trasslas fangen mit der Fähigkeit Synchronize, also Synchro. Und dann jeweils die perfekten Wesen immer mitnehmen für die Legendaries, die wir fangen. Dann haben wir eine 50% Chance, das perfekte Wesen auf dem Legendary zu haben. Jetzt bin ich natürlich schon bei der 5. Generation angekommen. Das ist halt dumm. Das hätte ich mal von Anfang an machen sollen. Aber ja, ist mir gerade eingefallen. Ja, wir haben schon echt viele Shinies, muss ich sagen. Crazy. Das ist schon cool. Ja, aber wir sind heute hier nicht wegen den Shinies, sondern wegen diesen drei Kandidaten. Das gute Zekrom, Reshiram und Kyurem. Also ich tippe darauf, dass alle klein sind. Schauen wir mal. Zwerg. Oh nee, ey. Aber ein Plus-Angriffswesen. Das ist geil, actually. Das ist sehr schön. Nice. Reshiram. Auch Zwerg. Geil. Mit einem neutralen Wesen. Das ist auch okay. Und Kyurem. Ach, der trägt sogar den DNS-Keil, wenn man ihn fängt. Anscheinend. Okay. Mit einem zarten Wesen. Boah. Ist okay. Ist okay. Aber alles nicht so das Gelbe vom Ei, sage ich mal. Ich müsste echt mal anfangen, Abras zu fangen. Mit Modest und Timid und Jolly und Adamant zumindest. Die vier. Und dann nochmal alle Legendaries durchgehen, bis ich das perfekte Wesen habe und den Rest freilassen quasi. Dann haben wir da überall das perfekte Legendary quasi, aber ja, mal gucken, ob ich das mache. Ist schon ziemlich viel Arbeit, ne? Ja, aber so wie dazu, wir haben trotzdem alle drei gefangen. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert das mit dem DNS-Keil? Oh, okay. Das ist Q in Black. Nice. Wie kriegt man den wieder zurück? Wieder Rechtsklick drauf. Geil. Und dann haben wir so. Wieder Q in Black. Achso, das ist... Ah, ich verstehe. Warte mal. Wenn wir jetzt Reshiram wegpacken. Zekrom. So. Dann ist nur noch Reshiram da. Und dann können wir Q im Mates rausholen. Ja. Dann haben wir QM White. Sehr, sehr geil. Das ist allerdings echt Hammer. Sehr schönes Pokémon. Also beide auch. QM Black und White. Ist er dann auch Zwerg? Ah, dann ist er Größe klein. Okay, das heißt, wenn wir eine Normalgröße gehabt hätten, wäre es jetzt riesig. Und er übernimmt das Wesen von QM. Also es bleibt quasi QM. Ja, cool. Nice, liebe Leute. Damit haben wir QM, Reshiram und Zekrom. Beim nächsten Mal werden wir uns dann die Osse vornehmen. Also Voltoros, Demeteros und Boreos. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem mal wieder gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.